Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video dreht sich alles rund um das Kennerspiel des Jahres. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Videoreihe. Kinderspiel des Jahres, die komplette Reihe, alle Spiele habe ich euch vorgestellt. Auch Spiel des Jahres seit 1979, auch da habe ich euch alle Spiele vorgestellt, teilweise einzeln, aber auch als separates Video quasi im Schnelldurchlauf, was die einzelnen Jahrgänge angeht. Und jetzt sind wir beim Kennerspiel des Jahres. Der eine oder andere sagt, endlich, Jörg, genau das wollte ich sehen. Und vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sagt, ich schnupper mal rein, ich schau mal. Wir spielen ja eigentlich nur Familienspiele, ob da was dabei ist, was wir denn auch spielen können. Es darf ja dann ein bisschen schwerer sein. Ja, das Kennerspiel des Jahres, es gibt seit 2011 und ich habe jetzt extra nochmal geschaut und es richtet sich an Spieler oder Spielerinnen, die bereits über längere Zeit Erfahrungen mit Brettspielen gesammelt haben und mehr Herausforderungen suchen. Genau das ist es. Und der eine oder andere sagt, es gehört noch ein Expertenspiel dazu. Jetzt sind wir erstmal beim Kennerspiel und ja, mittlerweile sind bei der Kennerspielliste auch auf der Empfehlungsliste auch viele Expertenspiele hinterlegt. Also da hat man, glaube ich, mittlerweile alles so reingepackt. Nach wie vor ist es aber das Kennerspiel des Jahres ein gehobenes Familienspiel. So nenne ich es jetzt einfach mal. Da versucht man drauf zu achten, auch wenn in der Empfehlungsliste dann doch aus meiner Sicht doch sehr überraschend viele Expertenspiele dann aufgelistet sind. Aber die Jury, die macht sich sicherlich Gedanken und die hat sich auch zu den einzelnen Jahrgängen mit Sicherheit Gedanken gemacht. Und genau diese Spiele möchte ich jetzt in diesem Video vorstellen. Vielleicht sind ein paar Spiele dabei, die ihr kennt. Ihr könnt es natürlich gerne kommentieren. Und vielleicht sind ein paar Spiele dabei, wo ihr sagt, Mensch, Jörg, das klingt cool, das holen wir uns, das schauen wir jetzt uns einfach an. Dann sehr gerne und gerne über die unten genannten Links, da unterstützt ihr uns automatisch. So. Mit diesem kleinen Vorwort fangen wir auch gleich an. Wir fangen jetzt wieder hinten an, sondern direkt, komm, wir fangen gleich an beim aktuellen Spiel. Und die Spiele stelle ich, was jetzt die nächsten Jahre kommen, voraussichtlich auch immer alle vor. Aber wir fangen dennoch an beim aktuellen Titelträger, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Das ist nämlich Die Crew. Die Crew ist ein Spiel, erschienen bei Cosmos vom Autor Thomas Singh. Für 3 bis 5 Spieler, Spielerinnen ab 10 Jahre und geht circa 20 Minuten. Toppreis, sehr beliebte Reihe und ich habe es euch vorgestellt und ich habe mittlerweile auch, kann man sagen, Nachfolger? Nein, Nachfolger ist es nicht, aber eine Weiterentwicklung, so nenne ich es jetzt mal thematisch anders, vorgestellt, ist die Crew Mission Tiefsee. Was ist denn die Crew überhaupt? Das ist ein Kartenspiel, das ist ein Stichspiel, wo es darum geht, ja, Stiche zuzuordnen gewissen Missionen. Weil das Spiel erfordert verschiedene Missionsaufträge, die ihr erfüllen müsst, die ihr gemeinsam erfüllen müsst, weil es ist ein kooperatives Spiel. Und als kooperatives Stichspiel ist es schon was Besonderes, mit 50 Level bzw. teilweise noch mehr zu spielen und zu agieren. Und das teilweise sehr variabel und auch abhängig von der Spieleranzahl sehr unterschiedlich. Wobei beim Nachfolger, und das erschien ja quasi ein Jahr später, Mission Tiefsee, ist das, was die Spieleranzahlzuordnung angeht, besser gelöst, besser gerankt, was bei der alten Ausgabe nicht der Fall ist. Deswegen sage ich ja, ist die Frage, ob diese Ausgabe nicht sogar einen Tick besser ist als das damalige Spiel, was ja letztendlich dieses Spiel Kennerspiel des Jahres wurde und quasi für 3 bis 5 Personen ist. Und wer jetzt Kartenspiele mag und Stichspiele mag und durchaus das mal auf kooperative Art und Weise ausprobieren will, wer welchen Stich machen muss, für welche Mission welche Stiche gemacht werden müssen, ja, der sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist auf jeden Fall sehr variabel und für Kartenfans und Stichspielsfans eine ganz klare Empfehlung. 10 Jahre wird angegeben. Ja, es ist auf jeden Fall anspruchsvoller. Es ist kein Familienspiel, auch wenn ihr so klassische Stichspiele kennt und mögt und gerne vielleicht in der Familie dann spielt. Das ist dann doch ein bisschen einen Tick anspruchsvoller. Aber wenn ihr geübt seid und sowieso schon Stichspiele kennt, dann stellt es kein Hindernis dar, sich einfach mal dieses Spiel, die Crew, anzuschauen. Vor allem, weil es auch preislich wirklich klasse ist. So, ihr merkt die neueren Spiele. Da habe ich teilweise auf jeden Fall hier gerichtet, dass ich es euch zeigen kann. Und eines der Spiele schlechthin, und das ist für mich schon eines der
Lieblinge. Es gibt ja noch eins, aber Flügelschlag ist eines der Top-Spiele schlechthin, die ich grandios finde, nach wie vor. Gepimpt ohne Ende mit Startspieler Vogel hier in Talkenheim, echten Vogel, aber mit Inlay und verschiedenen Plättchen aufgepimpt, dank euch, dank Fans, die mir welche zugeschickt haben. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und Flügelschlag ist einfach ein tolles Spiel. Erschien bei Feuerland von Elisabeth Hargrave. 2 bis 5 Personen, 10 Jahre, 75 Minuten, und wobei auch solo spielbar und mittlerweile auch mit Erweiterungen erschienen. Europa-Erweiterung, Ozeanien-Erweiterung. Ich glaube, die eine muss ich euch noch vorstellen oder will ich euch vorstellen, so nenne ich es mal. Weil das eine habe ich euch auf jeden Fall vorgestellt. Ein sehr beliebtes Spiel, wo es letztendlich um Vögel geht. Das heißt, ihr habt Vögel, die ihr quasi in eine Auslage dann legt, abhängig davon, wo die Vögel auch sind, im Wasser, im Waldbereich. Und ihr agiert mit diesen Vögeln. Eier werden drauf platziert, die Vögel geben Punkte und ihr versucht, gewisse Aufträge möglichst clever zu erfüllen. Ihr habt eigene Zielvorgaben, aber auch allgemeine Zielvorgaben. Und ich glaube, das Spiel habe ich euch erklärt. Und das ist auch ein Spiel, wo man sagt, ja, der könnt euch langsam an das Spiel herantasten. Ich habe das jetzt auch mit Bekannten vom Elias gleichen Jahrgang, auch mit anderen 9-Jährigen schon gespielt, die ein bisschen Erfahrung auch schon mittlerweile bei uns sammeln konnten. Und die waren auch Feuer und Flamme und waren recht schnell drin in dem Spiel. Klar, bei solchen Spielen braucht man oft eine Partie, bis man einfach drin ist. Aber auf 4, 5 Seiten ist die Anleitung erklärt. Es stehen quasi auch nur 4 Aktionen zur Verfügung. Und hat man die 4 Aktionen erklärt und schaut in der ersten Partie mal ein bisschen gemeinsam, spielt langsam vor sich, dann kann man auch agieren. Und die Vögelkarten, hunderte von Karten sind alle individuell. Und das macht das Spiel einfach auch zu einem etwas besonderen Spiel. Der Elias hat es auch in seiner Topliste hinterlegt. Im Video hat er gesagt, man lernt ja da noch was über Vögel. Da hat er auch recht. Und ist wirklich klasse. Und zu verschiedenen Kontinenten gibt es mittlerweile natürlich viele Erweiterungen. Also ein klasse Spiel. Wirklich super. Eine ganz klare Empfehlung. Auch nicht so schwer. Schaut mal rein, das Video. Ich glaube, ich habe ein Video gemacht. Da erfahrt ihr das Wichtigste. Und vielleicht merkt ihr, hey Jörg, so schwer ist das Spiel ja auch mal gar nicht. Ein Spiel, was sich sehr viele jetzt mittlerweile als Video angeschaut haben. Und der ein oder andere war bei dem ein oder anderen Supermarkt. Hat vielleicht dann auch eingekauft und hat gesehen, Mensch, da gibt es ja eine Spielebox. Quacksalber von Quedlinburg. Ja, auch der Jörg. Die Quacksalber von Quedlinburg Big Box, also mit Erweiterung, sogar mit einer Mini-Erweiterung. Ich bin ein kleiner Fan von solchen Big Boxen, deswegen durfte die Box nicht fehlen. Und das quasi als Kennerspiel des Jahres, das sieht man es nochmal deutlich, 2018 vom Autor Wolfgang Warsch, Schmidt, 2 bis 4 Personen, 10 Jahre, Einstieg Mittel. Und teilweise wirklich zu einem tollen Preis. Das ist ein Spiel, wo man quasi jeder aus seinem Säckchen verschiedene Zutaten für den Zauberkessel zieht mit einem schönen Zockerelement. Was lege ich, was platziere ich, wo höre ich auf, wo fange ich an, wie braue ich meine Zutaten. Allerdings mit hunderten von Plättchen, verschiedenen Tableaus. Und wer die Big Box hat und vielleicht sich noch gar nicht mit Kennerspielen auskennt, der ist vielleicht total überfordert und sagt, boah, da stecken ja 1000 Plättchen drin in dieser Box. Wie soll ich denn das alles am besten voneinander trennen? Vielleicht, mal schauen, mache ich da noch ein ganz kleines Video, was die Big Box angeht. Weil zur Spielerklärung Quacksalber von Quedlinburg gibt es schon ein Video. Und das ist nach wie vor bei uns sehr beliebt. Tolles Spiel, tolles Erlebnis. Also mal schauen, je nachdem, wer das Video schaut, gibt es zur Big Box auch schon ein kleines Video. Damit ihr auf jeden Fall schneller in das Spiel reinkommt. Auch was die Vielzahl an Plättchen angeht. Weil da kann man vielleicht als Familienspieler ein bisschen überfordert sein, wenn man das sieht, was denn in dieser Box steckt, wie viel Material. Dabei ist das Spielprinzip wirklich nicht schwer. Also schaut man, das Video ist auch bei euch, was ich gesehen habe, sehr beliebt. So, das nächste Spiel, ich glaube, das muss ich einblenden, weil Exit. Exit habe ich euch schon vieles erklärt und natürlich habe ich die alten Exit-Boxen von damals, das geheime Labor, die Grabkammer des Pharao und die verlasse Hütte, die habe ich nicht mehr, weil das sind einmalige Spielerlebnisse, da wird beschriftet, zerschnitten etc. auf Spielplan, auf Karten etc. und das letztendlich ist ein einmaliges Spielerlebnis und diese 3 Spiele wurden zum Kennerspiel des Jahres gewählt, die anderen Spiele nicht, klar, da müsste man jedes einzelne Spiel bewerten. Aber ein sehr gutes, sehr erfolgreiches Spiel. Durchaus ein Spiel, Tendenz
vom Familien Richtung Kennerspiel. Da habe ich in einigen Videos auch euch versucht zu erklären, wie das andere geht. Manche wollen das sogar detailliert mal sehen, wie das abläuft. Aber letztendlich braucht ihr bei dem Spiel nicht viel vorbereiten. Ihr fangt einfach an, legt die Karten aus nach diesen verschiedenen Rätseln und fangt einfach an zu rätseln. Ein Spiel geht circa eine Stunde. Ihr könnt es auf Zeit spielen oder einfach so. Allerdings ist es einmalig. Ihr spielt das nicht mehr. Ihr schmeißt die Box dann anschließend weg. Muss man deutlich sagen. Für einen Preis, okay, wenn man mit mehreren Personen dann zusammensitzt, das müsst ihr aber berücksichtigen. Das sind Rätselfälle, ein Rätselspiel in einer Box, wo ihr alleine, aber auch mit mehreren Personen durchaus spielen könnt. Inka Markus Brandt, wie gesagt, die Autoren, Kosmos erschienen und oftmals empfohlen für 1 bis 4 Personen. Ich habe euch so viele Exit-Spiele vorgestellt, also schaut je nachdem mal in das eine oder andere Video rein. Ich gab auch, oder schon das eine Video rein, es gab auch eine Empfehlung zu allen Exit-Spielen, habe ich ein Video gemacht, schon ein bisschen verrückt, wo wir gespielt haben, wir haben ja alle gespielt, alle Exit-Boxen, was ich denn als welche Box empfehle. Und ich habe auch die Autoren gefragt und habe das auch im Video eingebunden, was die Autoren empfehlen, welches mittlerweile die wirklich sehr guten Exit-Spiele sind. Und das muss ich noch ergänzen, es gibt mittlerweile auch Exit-Boxen für Einsteiger. Also seid ihr jetzt hier als Familienspieler und schaut dieses Video und sagt, ja, klingt gar nicht mal schlecht, schaue ich mir mal an. Schaut bei Exit auf den Hinweis Einsteiger. Da sind auch die Rätsel nicht so schwer. Der Ablauf ist ähnlich gestrickt, aber die Rätsel sind nicht so schwer. Er kommt auf jeden Fall schneller rein. Da könnt ihr auf jeden Fall mal schauen, was die Boxen angeht. So, und jetzt komme ich zum Spiel. Das ist echt toll. Gibt es natürlich auch etliche Erweiterungen von Isle of Sky. Alexander Pfister, Andreas Pelikon, Lookout erschienen und für 2 bis 5 Personen, Altersangabe ab 8 Jahre, ab 8, so ein Familienspiel. Ich glaube, die Jury hat sich das damals auch schwer getan. Die waren wahrscheinlich froh, dass es da mittlerweile einen Kennerspielbereich gibt, weil so konnten sie es als Kennerspiel dann raufflüpfen, weil ich glaube, da haben sie schon diskutiert. Ich glaube, als Jury, ich habe mal so notiert, was ich gesehen habe, da haben sie es ab 10 Jahre empfohlen, laut Schachtel ab 8 Jahre. Ist quasi ein Puzzlespiel rund um die eigene Burg mit Bieten auf diversen Plättchen. So, und dieses Spiel ist für mich, wenn ihr schon viele Familienspiele gespielt habt, dann holt euch mal dieses Spiel. Ich muss es euch zeigen. Weil letztendlich will ich euch eins zeigen, das ist die Anleitung. Die erklärt auf der ersten Seite erst einmal den Inhalt. Und dann auf diesen Seiten werden die Abläufe erklärt. Hier hinten noch ein paar Details. Das ist alles. Hier sind nur die Plättchen, wo nochmal erklärt sind. Eine Übersicht. Aber letztendlich sind das die Regeln. Und ich glaube, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Da sieht man es auch hier. Das ist alles, was ihr lesen müsst. Wollt ihr also jetzt den Schritt wagen von einem Familienspiel zu einem gehobenen Spiel, zu einem Kennerspiel? Mit diesem Spiel könnte euch dieser Schritt durchaus gelingen. Ich glaube, ich sollte mal so eine Reihe machen, auch wieder separat. Ich habe schon wieder eine Idee, was ich da euch noch als Video dann zeigen könnte. Aber das ist ein Spiel, wo ich sage, ja, mit diesem Spiel könnt ihr den Step Richtung Kennerspiel wagen und sagt dann, ui, es wird ja schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber es ist noch nicht so anspruchsvoll, dass wir überfordert sind. Und ein schöner Beat-Mechanismus, was man auch hier aufgrund den Kärtchen dann erkennt. Ich glaube, ich habe ein Video gemacht, wo ihr dann bietet und Kärtchen und hier die Wege platziert, geschickt natürlich platziert, um natürlich viele Punkte zu generieren. Das Klassische, was man auch bei vielen Spielen erkennt. Aber sehr beliebt, sehr toll. So, das war 2016. Jetzt kommen wir zu 2015 und das war ein Spiel, wo viele nur den Kopf geschüttelt haben. Broom Service. Andreas Pelikon, Alexander Pfister, Alea Ravensburg. Ja, wieder Pfister, wieder Pelikon. Sehr erfolgreiche Autoren. Liebe Grüße. 2 bis 5 Personen ab 10 Jahre. Der Einstieg ist schon holprig, nicht so einfach. Und klar, es ist ein Kennerspiel, ganz klar. 75 Minuten Spielzeit. Und hier geht es quasi um das Ausliefern von Zaubertränken. Man will die richtigen Karten ausspielen und hofft, dass andere Mitspieler andere Karten ausspielen, damit meine Karte mächtig bleibt. Und vom Prinzip her, die Idee und die Umsetzung, das Ganze verknüpft mit Karten, dass man auf dem Spielplan läuft und agiert, zu einzelnen Orten. Das ist cool gemacht. Aber das Spiel hat sehr schnell an Reiz verloren. Warum damals? Das ist auf der Liste sicherlich ein paar tolle innovative Elemente, ganz klar. Ich weiß gar nicht, der Jahrgang war der so schwach, glaube ich jetzt auch nicht. Aber das Spiel ist, glaube ich, eines der schwächeren Spiele, wenn es um Kennerspiel des Jahres geht. Hat auch
Vielleicht schreibt ihr es mal rein, ob es auch bei euch jetzt nicht mehr so im Fokus steht, sofern ihr es kennt. Aber er hat bei uns dann doch am Spaß, an Reiz sehr deutlich mit den Jahren verloren. 2015 ist ja auch nicht so alt, aber da gibt es bei weitem bessere Spiele. Also das Mechanismus cool gemacht, aber wenn man es ein paar Mal gespielt hat, ist Luft raus. Schade eigentlich, aber das war 2015. Und 2014 ist ein Spiel, mit dem tue ich mir richtig schwer. Es gibt viele Fans bei uns im Spielekreis, die spielen es nach wie vor sehr gerne. Nämlich Istanbul von Rüdiger Dorn, Pegasus Spiele, 2 bis 5 Spieler, 60 Minuten, gibt's auch als Big Box. Und auch diese empfehle ich durchaus, aber gezündet. Es hat bei mir nicht so gezündet. Ich habe auch nochmal geguckt, was schreibt denn die Jury überhaupt zu diesem Spiel? Habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Istanbul simuliert das geschäftige Treiben auf einem Bazar so effektvoll und vielseitig, wie Spieler es sich nur wünschen können. Ja, Geschmäcker sind verschieden. Wie auf einem echten orientalischen Markt hetzen die Kaufleute umher, um schneller als die Konkurrenz zu sein, aber bloß nicht den Überblick verlieren. Ja, sehr taktisch, sehr strategisch, wie die einzelnen Laufwege zu erschließen sind, auch was den Aufbau angeht, der Plättchen sehr variabel. Haben wir auch oft gespielt. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, was wir zu oft gespielt haben, beziehungsweise wo wir so oft gespielt haben, dass ich persönlich das Gefühl habe, dass ich sage, ich habe alles gesehen. Oder fast alles, viele Konstellationen gesehen. Da war einfach irgendwann die Luft raus. Aber wer das jetzt nicht kennt, schaut sich's mal an. Je nachdem die Big Box, weil es durchaus ein Spiel ist, wo bei uns, meinem Kreis, meinem Spielekreis, sehr, sehr beliebt ist. Auch was Spieleclubs bei uns in der Umgebung angeht, ist Istanbul sehr beliebt und sehr gefragt. Also das gleich vorweg. Lasst euch nicht immer von meiner Meinung blenden. Macht euch je nachdem auch ein eigenes Bild. Aber letztendlich war es ja auch Kennerspiel des Jahres und für viele auch zu Recht. Aber ich glaube, das war auch ein starker Jahrgang. 2013, ja, wir sind ja bei Robin Hood. Vielleicht kommt Robin Hood auch irgendwann auf so eine Liste, keine Ahnung. Aber die Rede ist jetzt hier von Die Legenden von Andor. Ein Abenteuerspiel und es zählt zu eines der besten Abenteuerspiele. Kein Gloomhaven, ich sage immer Heaven oder mit wie Heaven, wie der Himmel, muss ich schon ein bisschen achten. Aber dieses Spiel Andor ist ein Abenteuerspiel, wo man wirklich gesagt hat, von den Laufwegen, von den Legenden, die man hier spielt, man spielt kooperativ gegen Monster, es hat viel Material, aber ist ein Spiel, wo man wirklich sagt, wer Abenteuerspiele mag, der sollte sich's mal anschauen mit einer Losspielregel. Und ich habe damals auch, oder vor einem halben, dreiviertel Jahr, habe ich mal geguckt, was gibt es denn überhaupt für YouTube-Videos von Andor? Da gibt es bestimmt schon hunderte, da brauche ich doch kein Video machen. Und ich habe da separat nochmal ein Video gemacht mit Losspielregeln, weil doch ein paar Elemente dabei sind, wo ich gedacht habe, da braucht ihr vielleicht als Familienspieler, Spielerinnen, vielleicht Kennerspielerin, angehende Kennerspielerin, vielleicht ein paar Tipps. Und da habe ich ein Video dazu gemacht, um euch den Einstieg in dieses Spiel zu erleichtern. Und ich glaube, die Resonanz war sehr deutlich, sehr positiv. Viele sind mittlerweile Feuer und Flamme und sind total vernarrt in dieses Abenteuerspiel, kooperatives Abenteuerspiel. Klasse Spiel, viele Erweiterungen, alles vorgestellt. Schaut es euch mal an. 2 bis 4 Personen ab 10 Jahre, 60 bis 90 Minuten. Ihr spielt gemeinsam kooperativ. Ihr versucht verschiedene Legendenabenteuer zu lösen, um euren Weg weiterzukommen. Wirklich klasse gemacht. Fehlen noch ein paar Informationen. Dauer, ja, habe ich gesagt. Also wirklich ein lohnenswertes Spiel. Also wer da jetzt Lust gefunden hat und sagt, ja, Abenteuerspiele klingt ja cool, gemeinsam spielen klingt ja auch klasse, aber es ist doch viel Material. Schaut mal vielleicht in das Video rein, vielleicht überzeuge ich jetzt euch auch an dieser Stelle. Dann 2012, das ist auch ein Spiel. Silke, absoluter Favorit, Lieblingsspiele, aber auch ein Spiel, wo wir zerspielt. Einfach zu oft, da war irgendwann die Luft raus. Village, Inka, Markus, Brandt, Eggert Spiele, beziehungsweise Pegasus Spiele, 2 bis 4 Spieler, 12 Jahre, 90 Minuten und ist ein Worker-Placement-Spiel, wo man mit Figuren agiert, von einem Ort zum nächsten dann fährt. Allerdings altern die Figuren, die sterben dann. Ihr müsst allerdings auch Kinder bekommen für Nachwuchs sorgen. Richtig schön gemacht, wie so ein Dorfleben mit verschiedenen Baubereichen, aber Örtlichkeiten, wo ihr dann ansteuert und dort unter
unterschiedliche Aktionen dann ausführt. Typisches Leben in einem Dorf. Klar, das Thema Tod auch sehr innovativ als Spiel dann hinterlegt mit unterschiedlichen Generationen. Aber das bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, Strategien etc. Und das haben wir wirklich hoch und runter gesuchtet und gespielt. Wahrscheinlich lag es dann daran, dass dann irgendwann die Luft raus ist. Man bekommt es auch teilweise nicht mehr überall im Handel, habe ich gesehen. Das hat mich dann doch ein bisschen gewundert, wo ich ein bisschen geschaut habe. Also über die unten dann links, glaube ich, da kriegt ihr es noch, aber nicht überall mehr in diversen Shops. Da müsst ihr schauen. Wenn ihr so ein wirklich durchaus klasse Worker Placement Spiel dann sucht, dann schaut es euch je nachdem an. Also da kommt ihr mit Sicherheit auf eure Kosten. Dann ein Spiel, was ich euch schon vorgestellt habe, Erweiterung teilweise auch, vielleicht mache ich da auch noch eine Ergänzung, dann bekommt ihr noch mehr Informationen, weil Seven Wonders ist einfach ein super Spiel. Und das war auch 2011 eines der ersten Spiele, wo man wohl gedacht hat, Mensch, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, wie es bei der Jury los ist. Vielleicht haben sie gedacht, Mensch, das ist super, das ist Spiel des Jahres. Nein, das ist doch nicht Spiel des Jahres. Das ist doch zu anspruchsvoll. Doch, da müssen wir was machen. Machen wir einen Sonderpreis? Nee, Sonderpreis machen wir nicht. Nicht schon wieder einen Sonderpreis. Wir machen einen Kennerspielpreis. Keine Ahnung, wie es da lief. Wahrscheinlich ganz anders, aber letztendlich hat sich dann der Verein Spiel des Jahres dazu auch entschlossen, so einen Kennerspielpreis zu machen und aus meiner Sicht, aus der heutigen Sicht auch wirklich lohnenswert. Ihr seht auch hier die Erweiterungen, die jetzt mittlerweile dabei sind. Auch lohnenswert. Auch wenn man gerne beim Kennerspielpreis auf der Empfehlungsliste so ein paar Expertenspiele reinschmuggelt, um es auch noch irgendwie reinzubringen. Das ist nicht in Ordnung. Das sollten schon Kennerspiele dann sein. Nach wie vor bleibe ich dabei. Kennerspielpreis, gehobener Familienspiel, keine Experten, aber Seven Wonders ist letztendlich ein Kennerspiel. Und es ist ein Spiel, Antoine Bauser, Rebus Production, Asmodee, hier seht ihr es im neuen Design und für 2 bis 7 Personen. Ja, idealerweise aus meiner Sicht eher ab 3 Personen zu spielen. Und habe ich euch schon vorgestellt, und hier baut man quasi eine Zivilisation mit Hilfe von Karten auf. Oh, ja, so ein Zivilisationsspiel. Aber durch dieses Karten weitergeben und verzahnen in dem eigenen Bereich, die Stärken der Völker miteinander zu vergleichen, aber auf eine Art und Weise spielerisch, klasse. Leckerbissen, wirklich klasse, ein grandioses Spiel. Deswegen auch zu Recht quasi jetzt mal im neuen Design dann erschienen. Ob man es braucht, sei dahingestellt. Aber auch mit Erweiterungen, die sich wirklich sehen lassen können und die es lohnen, sich das Spiel mal näher anzuschauen. Tolles Spiel übrigens, jetzt muss ich schauen, da hinten steht es, Seven Wonders Duel ist das Zwei-Personen-Spiel. Wenn ihr jetzt also ein Zwei-Personen-Spiel sucht, wo richtig toll ist, dann holt euch Seven Wonders Duel. Wenn ihr mit 3 und mehr Personen spielt und sucht ein anspruchsvolles Familienspiel, dann holt euch Seven Wonders. Auch absolut top, auch wirklich lohnenswert mit antiken Weltwunder etc. Klasse, ganz klare Empfehlung. Und das auch jetzt als Rundumschlag. Mensch, Jörg, ist ja ein kurzes Video geworden. Ja, war ja auch erst ab 2011 Kennerspiel des Jahres, aber das waren jetzt die Spiele. Teilweise habe ich es euch gezeigt und vielleicht ist für euch Familienspieler, Spielerinnen ja das ein oder andere Spiel dabei. Dann gebt euch einen Ruck, schaut vielleicht nochmal das Video rein, wo ich gemacht habe. Vielleicht ist es was für euch, vielleicht ein Flügelschlag, vielleicht ein Isle of Skye, um reinzukommen. Quacksalber ist ja auch nach wie vor beliebt. Oder für eure Abenteuer, für Abenteurer in Andor. Da habe ich mir sehr viele Mühe gegeben, um euch diesen Einstieg in die Welt der Spiele, diese ein bisschen anspruchsvolleren Spiele ein bisschen zu erleichtern, weil die sind bei uns nach wie vor beliebt. Gerade diese Spiele, die sind immer im Blickfang hier, auch links und rechts teilweise, weil wir sie einfach nach wie vor sehr gerne spielen. Wenn euch das eine oder andere Spiel gefällt, wie gesagt, gerne, wenn ihr es euch holen wollt, Produkte, das müssen auch keine Spiele sein, nutzt die unten genannten Links, da unterstützt ihr uns, machen viele von euch. Und das war die Vorstellung von Kinderspiel des Jahres. Das war extrem. Spiel des Jahres war, glaube ich, auch ein extrem langes Video und ein kurzes, knackiges Video. Ich will es auch nicht länger jetzt in die Länge pushen. Von Kennerspiel des Jahres. So, das war's jetzt. Ich könnte mal noch Sonderpreise machen etc. Teilweise habe ich es aber auch bei Spiel des Jahres oder Kinderspiel des Jahres erwähnt, weil Kinderspiel des Jahres gab es ja auch damals Sonderpreise. Aber das soll jetzt erst einmal, was die Reihe der Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, das soll es jetzt erst einmal gewesen sein. Wie gesagt, was jetzt noch im Nachgang kommt, das stelle ich euch
auf eine unterschiedliche Art und Weise auf jeden Fall vor. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nennt gerne mal euren Favorit in die Kommentare oder eure Anmerkungen, die ihr jetzt habt zu dem Video. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Einen Daumen nach oben, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass es für euch super war. Klar, Geschmäcker sind verschieden, für den einen oder anderen zu anspruchsvoll, aber vielleicht landet ihr auch früher oder später bei diesen Spielen. So, jetzt ist aber fertig für heute. Ich sage danke, macht's gut und bis bald.